Hallo, in diesem Video möchte ich zeigen, wie ich den Kindle zum Lesen von PDFs in einigermaßen angenehmer Form benutze. Ich habe hier mal ein PDF aufgemacht und da sieht man im Grunde, was man meistens als Problem hat. Ich habe jetzt hier ein PDF von meiner Universität und die Schrift ist relativ klein und man hat hier an der Seite was und wenn ich jetzt zum Beispiel mal nach oben scrolle, dann ist hier alles frei. Aber hier dafür ist der Text so klein. Man kann das natürlich beheben, indem ich jetzt hier zweimal drauf drücke. Und dann wird der Text so groß. Und dann kann ich da auch so hoch und runter scrollen. Und dann ist er, genau, und dann passiert nämlich sowas. Man scrollt hoch und runter und dann ist der Text wieder in diesem Dings. Und dann muss ich da wieder hin und dann drücke ich da wieder zweimal drauf. Und also ist auf jeden Fall ein bisschen blöd. Was man also bräuchte, wäre irgendwie ein Schnittprogramm für die Seite. Und genau das möchte ich jetzt vorstellen. So, ich bin jetzt mal in den Computer gesprungen. Und an dieser Stelle hier, das ist das Programm Bris. Ich werde auch in der Videobeschreibung unten nochmal einen Link drauf zeigen. Das ist auch sehr einfach zu bedienen. Wir öffnen hier einfach mal unsere Datei. In meinem Fall ist das diese hier. Hier steht dann irgendwas, das brechen wir einfach mal ab und jetzt lädt er das rein. So, wenn er es geladen hat, dann sieht es ungefähr so aus. Dann sieht man hier erstmal nur ein paar PDF-Seiten und da steht ganz viel drauf. Was er macht ist, er legt die ganzen Seiten übereinander und dann kann man im Grunde hier ganz einfach dieses ganze Teil verschieben oder hier mit was verschieben. Was man damit macht ist, das PDF zuschneiden. Dann können wir das ja mal hier so zuschneiden. Wir können jetzt mal hier sagen, das. Das ist übrigens für die, wenn wir jetzt mal stehen bleiben mit der Maus, für die unebenen Seiten. Und man sieht auch, man hat es ja eben gesehen, da stehen auch die ganzen Seitenzahlen dran. Jetzt haben wir hier für die ebenen Seiten, stehen auch die ganzen Seitenzahlen immer dran. Und er erkennt sogar noch mehr. Also wenn es mehrere verschiedene Abschnitte, Seitenabschnitte gibt, so wie in Word oder sowas, dann erkennt er das eigentlich auch. Und dann können wir hier einfach mal so kleiner schneiden und hier kleiner schneiden. Und dann können wir ihn einfach mal arbeiten lassen. Wir sagen jetzt einfach Action Crop PDF. Ich habe vorher schon mal was gemacht. Wir machen das jetzt mal neu hier. Weichen das ab. Das Ergebnis, wie es ja nachher aussieht, ich kürze es mal ab, zeige ich jetzt gleich wieder auf dem Kindle. So, das ist das Ergebnis, was man auf dem Kindle sieht. Es ist jetzt eine andere PDF als die, die ich am Anfang gezeigt habe und die, die ich im Rechner drin hatte. Aber man kann trotzdem erkennen, was hier gezeigt wird. Also ich gehe hier durch die Seiten durch, ohne irgendwie diesen Doppeltap zu machen. Wenn ich jetzt hier einen Doppeltap machen würde, dann würde er mir nur ein bisschen ranzoomen. Es ist eine echt angenehme Schriftgröße. Man braucht also den Doppeltap gar nicht mehr, wenn man hier damit zurechtkommt, dass der die Seiten immer so umschaltet. Man hat keine Seitenzahlen mehr dran unten oder man hat auch keinen Rand an der Seite. Gut, da geht natürlich ein bisschen Information vielleicht verloren, aber das funktioniert alles besser. Man kann diese Funktionalität auch benutzen, um das Ganze dann nachher in zum Beispiel ein iPad reinzumachen und sich die Texte vorlesen zu lassen. Und dadurch, dass dann hier in dem Fall des Unibuchs standen hier immer an der Seite irgendwelche Sachen, die fallen dann weg oder unten am Rand, die fallen ja auch weg. Das heißt, die werden auch von dieser Sprachsoftware nicht mehr vorgelesen. Also das funktioniert auch ganz gut.